Hallo Leute, ich plane etwas Großartiges und zwar mit euch. Denn das Umstyling-Video mit der Michelle ist so abnormal gut angekommen, dass ich dachte, okay Lena, hopp, jetzt machst du mal mehr solche Umstylings. Und warum soll ich das mit Leuten machen, die ich kenne oder die in meinem Umkreis wohnen oder sonst irgendwas? Warum mache ich das nicht mit euch? Hallo? das heißt, ihr habt die Chance, ein Umstyling von mir zu bekommen. Und ja, ich habe extra eine E-Mail dafür eingerichtet, dass ihr mir quasi Bewerbungen schicken könnt. Und es wird nicht so sein, dass es quasi, dass ich jetzt ein Umstyling verlosen werde, sondern ich werde mir immer mal wieder jemanden aus den Bewerbungen rauspicken. Und es wird natürlich mehrere Umstylings geben. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch bewerbt, dann bleibt doch einfach dran. Also, ich habe extra eine E-Mail dafür eingerichtet. Und zwar heißt die Lenas Lifestyle minus umstyling@gmx.de, aber findet ihr auch nochmal alles unten in der Infobox. Und zwar brauche ich natürlich auch gewisse Angaben, damit ich jemanden auswählen kann. Zum einen brauche ich ein Porträtfoto, das heißt quasi ein Foto so ab hier mit dem Kopf drauf, dass ich euer Gesicht mal sehe oder die Haare sehe. Und dann brauche ich noch ein Ganzkörperfoto von euch mit euren ganz normalen Alltagsklamotten, die ihr auch zum Beispiel in die Schule anzieht, damit ich so ein bisschen euren Style sehe und die Figur sehe, damit ich sehe, was ist vielleicht vorteilhaft, was ist vielleicht nicht so vorteilhaft. Und dann muss ich natürlich auch noch wissen, wie alt ihr seid. Beim Alter habe ich eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt, also ob ihr 13, 20 oder im Erwachsenenalter seid, das ist total wurscht, solange ihr mir hier vertraut und ein Umstyling von mir haben möchtet. Seid ihr herzlich willkommen. Und natürlich nicht nur Mädels, sondern Jungs, ihr dürft auch mitmachen. Warum auch nicht? Das ist natürlich an alle adressiert. Dann gibt es noch ein paar Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Und eine ist davon, warum bist du mit dir unzufrieden? Oder warum bist du mit deinem Stil unzufrieden? Möchtest du vielleicht einfach mal eine Typveränderung? Oder kannst du dir keine Klamotten leisten? Oder wirst du vielleicht gemobbt, weil du irgendwie alte Klamotten trägst oder sowas in der Art. Also einfach, warum ihr ein Umstyling haben möchtet, denn ich kenne das selber. Ich wurde früher auch geärgert wegen meiner Kleidung, weil ich einfach gebrauchte Klamotten getragen habe und die waren halt nicht so trendy und so. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich das Ganze jetzt starte, weil mir hätte so ein Umstyling richtig, richtig gut getan für mein Selbstbewusstsein. Und da möchte ich natürlich ja, euch jetzt draußen helfen und euch diese Chance geben, die mir leider nicht ermöglicht wurde. Die nächste Frage ist, was erhoffst du dir vom Umstyling? Also was denkst du, wie das Umstyling irgendwie dein Leben verändern könnte oder deinen Alltag verändern könnte? Das ist natürlich auch eine Frage, die ihr mir beantworten solltet. Und habt ihr vielleicht schon irgendeine Art, wie ihr es am Schluss haben wollt? Also habt ihr zum Beispiel eine Frisur, die ihr unbedingt haben möchtet oder einen Haarschnitt oder einen bestimmten Style, den ihr gerne hättet? Das könnt ihr mich natürlich auch gerne wissen lassen. Auch gerne zum Beispiel mit einem Beispielfoto von Google oder so, damit ich mich schon mal so ein bisschen drauf einstellen kann. Und falls ihr noch gar nichts wisst und da eigentlich sehr offen seid, dann könnt ihr natürlich auch einfach schreiben, dass ihr noch keine bestimmte Richtung geplant habt. Dann warne ich euch gleich noch vor, denn für alle unter 18 brauche ich natürlich eine Bestätigung der Eltern. Die braucht ihr mir aber noch nicht jetzt schicken in der Bewerbung, sondern falls ich genau dich auswähle und du bist unter 18, dann brauche ich natürlich eine Bestätigung, eine schriftliche Bestätigung deiner Eltern. Aber das kann man natürlich alles dann auch später noch klären. Also du kannst dich auch so schon mal bei mir bewerben, ohne dass deine Eltern da irgendeine Bestätigung schreiben müssen. Und ja, ich warne nur schon mal vor, dass da nicht irgendwie, dass es dann heißt, hey, ich habe die Möglichkeit zu einem Umstyling, aber meine Eltern sind so stark dagegen, dass es gar nicht möglich ist. Dann ist es halt blöd, sage ich mal, ne? Also, seid vorgewarnt, falls wir ein Video zusammen drehen, ein Umstyling, dann brauche ich die Bestätigung und die Erlaubnis der Eltern, falls du unter 18 bist. Ja, das war's. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Bewerbungen und ihr findet nochmal alle Punkte, die ihr dafür machen müsst, in der Infobox, damit ihr nichts vergesst. Denn falls ihr was vergesst, weiß ich nicht, ob ich jede Bewerbung zählen kann. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Bewerbungen da jetzt kommen werden und
Ja, ihr solltet auf jeden Fall alle Punkte abhaken, die hier unten nochmal in der Infobox sind. Und dann freue ich mich ganz, ganz, ganz arg auf eure Bewerbungen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!